Hallo und herzlich willkommen da zum WebTV vom Lichtenstein Erfolgslab. Wir sind unterwegs im Kunstmuseum bzw. am Tag der offenen Tür. Und wir sind da in der neuen Räumlichkeit im Wieser Würfel. Bei mir ist der Thomas Soropera vom Kunstmuseum. Thomas, wie ist es für dich gesehen, wo du das erste Mal die neue Räumlichkeit betreten hast? Ja, es war natürlich ein super Gefühl, ganz außergewöhnlich, weil es sind natürlich drei ganz unterschiedliche Räume, ein riesen Raumerlebnis, also ganz toll, wie die gestaltet sind und dann das lichtdurchflutete Treppenhaus ist natürlich sehr spektakulär und es war wirklich eine wahre Freude, da rein zu kommen in das Haus. Duschelig heißt Malerei und Plastik von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart. Was darf man sich als Kunstneuling, beziehungsweise wo sich jetzt nicht so draus auskennt, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, die Hilti Art Foundation ermöglicht jetzt dem Land Liechtenstein oder der Bevölkerung da wirklich eine Reise durch die Kunstgeschichte der letzten 130 Jahre zu machen. Das ist natürlich wunderbar, oder? Es fängt also an Ende 19. Jahrhundert und geht jetzt auf ein bisschen in die ganz moderne zeitgenössische Kunst, die auch schwerpunktmäßig im Kunstmuseum ist. Also man hat da wirklich Klassiker, natürlich auch Picasso ist mit drin, oder es ist Max Beckmann, das große Gemälde, was man vielleicht schon gesehen hat, ist natürlich eine Highlighter-Sammlung, aber es geht dann mit der klassische moderne, Schmidt-Rottluff ist dabei, Brücke, Maler, also wirklich. Es ist etwas, was man eigentlich sonst nur in Zürich oder vielleicht in München den sieht und das kann man jetzt dort verdutzt einfach anschauen. Also ähnlich wie bei der Nacht der Museum, wo man ja auch schon Picasso da gehabt. Ja genau, haben wir schon da gehabt, wir haben im Museum auch Picasso, aber natürlich nicht so toll, wie jetzt da in der Sammlung ist. Und es ist jetzt wirklich die Möglichkeit für die Bevölkerung im Land, da wirklich mal Kunstgeschichte zu erfahren von den letzten 130 Jahren auf unglaublich hohem Niveau. Und das ist natürlich toll, auch für uns vom Museum her, dass wir das zeigen können. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, ein repräsentativer Querschnitt durch die Sammlung. Was kann man darunter verstehen? Ja, die Sammlung hielt die Art Foundation mittlerweile 200 Werke auf sehr hohem Niveau und der Kurator, der Uwe Witschreck, hat jetzt 50 Werke ausgewählt für die erste Ausstellung, die eineinhalb Jahre gearbeitet und hat wirklich aus allen Epochen, Stillrichtungen und eigentlich vor allem Künstler, die in der Sammlung vertreten sind, hat er Werke ausgewählt und das ist dann so dieser Querschnitt, der entstanden ist und der wirklich einen tollen Einblick in die Sammlung gibt, eben aber auch in Kunstgeschichte für die letzten 100 Jahre. Welche der drei oder vier Exponate sind herausstehend? Ja, herausstehend. Eins ist natürlich im untersten Raum im Inneren kommt die Max Beckmann, das Selbstporträt von 1936 ist eine neue Erwerbung von 2014. Das ist ein sensationelles Gemälde natürlich, das da neu in Sammlung reinkommst. Aber es ist eigentlich in jedem Stockwerk, es gibt unten eine Giacometti-Skulptur, da haben wir, gibt es ein tolles Schmidt-Rottluff, ein wunderbares Gemälde. Und im obersten Stock gibt es den von Gottfried Honecker, ein ganz tolles Gemälde. Der Gottfried Honecker ist ja für Michael Hilti sehr wichtig, er kennt ihn schon lange und hat ihn auch lange unterstützt, sodass er sich künstlich schon weiterentwickelt hat können. Dann hoffen wir aufs Gutes gelingen und Philipp Soher. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben auch hart. Es läuft heute schon gut am ersten Tag der offenen Tür. Morgen geht es weiter. Wir freuen uns unglaublich, dass wir das dort zeigen können. Wunderbar. Und wie sich Schmuck und Kunst paaren können, beziehungsweise wie Schmuck und Kunst zusammenpasst, das sehen wir beim Huber Schmuck und Uhren. Ja, es ist nur ein ganz kurzer Schritt vom Kunstmuseum bzw. der Ausstellung oberhalb zum Huber Schmuck und Uhrengeschäft. Bei mir ist es der Chef selbst, höchstpersönlich. Schönen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Wie war es für Sie gewesen, wo Sie das erste Mal da in Ihre neue Räumlichkeit einen Schritt eingetan haben? Ja, ich bin selber überwältigt gewesen. Ich habe das Projekt immer mitverfolgt und ich bin ja selber Entscheidungsträger gewesen. Aber am Schluss dann nochmal so durchlaufen und alles auf sich wirken lassen, das war schon... Ich muss sagen, das hat schon Gänsehaut gegeben. Also es war im Prinzip ein Unterschied gewesen. Man hat ja wahrscheinlich vorher Pläne gesehen, man hat es ungefähr auf der Grafik gesehen, wie es ausschaut. Es ist aber dann doch noch ein bisschen was anderes, wenn man das erste Mal eintritt. Ja, es ist dann natürlich die Emotion dazu. Vorher war es nur auf den Plänen gesehen und darum hat es natürlich einen unglaublichen Eindruck auf einem gemacht. Was hat sich denn mit den neuen Räumlichkeiten geändert und beziehungsweise was ist anders geworden für die Kundschaft? Ja, der Auftritt von uns ist völlig anders. Wir legen grossen Wert auf Privatsphäre. Das heisst, wenn jemand etwas kaufen will, dann kann er das ganz im Intimen machen. Und das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist an dieser Sache. Wir haben auch die ganzen Markenauftritte auf Huber getrimmt. Das heisst, es gibt keinen grossen Auftritt von der Marke, sondern der Auftritt ist Huber. Und wie gesagt, der Weisse Würfel als solches ist ja schon zu einer Marke geworden.
wo ziemlich stark ist. Und das ist das, was in Zukunft wir wollen, sagen wir jetzt mal, überregional auch bewerben. Der Weisswürfel ist wirklich zu einem Namen geworden. Wie gut passt denn Schmuck, Uhren zusammen mit Kultur? Gibt es da eine Symbiose? Ja, natürlich. Es gibt, ich sage immer, es gibt die grossen Meisterwerke, Giacometti und wie die alle heißen. Und wir haben kleine Meisterwerke, von Hand gefertigte Uhren und Schmuckstücke. Und von dem her finde ich, es ist eine hervorragende Symbiose. Hat es denn schon eine Art Vision gegeben, dass man Schmuck und Kunst zusammenführt bzw. so unter einem Dach vorfindet? Also wieso, dass wir überhaupt zu dem Projekt gekommen sind, Weisse Würfel, ich habe mal Michael Hilti erzählt, dass ich gerne einen Juwelierladen hätte mit Kunst zusammen, weil das habe ich immer eigentlich verfolgt und hat mir gefallen. Und er hat das nicht vergessen. Und wo sie denn, wo den Hilti Art Foundation unter Michael Hilti gedacht haben, es wäre wichtig für uns, an die Öffentlichkeit zu gehen, hat er mir angelütet. Und das hat dann der erste Schritt zu dem, was jetzt da steht, ist dann der erste Schritt gewesen, um das zu verwirklichen. Dann wünschen wir Ihnen viel Glück mit dem neuen Geschäft und auch viel Spass. Das wäre es gesehen. Alles Weitere zur Tag der offenen Tür und zu Huber-Geschäft findet ihr bei uns auf www.volksblatt.li und selbstverständlich in der Printausgabe.